pumpen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben bisher. Ja, Klippensprengstoff. Auch interessant. Wenn ich das wirklich zur Ölindustrie noch umbaue, dann kommt hier sowieso noch ein anderes Gedöns rein. Dafür ist ja noch Luft. Ich will ja jetzt erstmal nur den Zug so aufbauen, dass er die Fabrik so bauen kann. Ich das so erstmal. Müsste dann theoretisch eine Sache schon fast funktionieren. 40, machen wir hier 100. sind 400. Ist recht im Sinne. Nochmal 200 von den Geborenen. So. Und Klippensprengstoff. Ich suche sie das mal, ey. Klippen. 200. Zack. So. Okay. Hier. Eine Reihe. Einfach eine Reihe Fässer. So. Und Feuer frei. So. Das heißt, hier muss es ein S, S-Fabrik. Inaktivität. Da hatte ich immer 15, ne? Kurz gucken. Ja, 15. 15, alles klar. Das ist alles. Das heißt, ich laufe jetzt hin mit meiner Spinne, bereite
den einen vor. So. Muss jetzt sozusagen. Ah. Muss er sozusagen beide abreißen, den Zug einmal hinfahren lassen. Radare. Radare. Ich hätte gleich gucken sollen. Hier. Machen wir da hin. Radare natürlich noch. Mann, 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 Mann. Das wäre leicht nervig geworden. Schienen ja eigentlich auch. Aber eigentlich. Ich baue das einmal hin und gut ist, ne? Hey, Schienen lasse ich erstmal weg da. So, bup, 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 bup. So, bup, bup, bup. Hier erstmal aus, weil ich muss hier. Da. So, hopp, jetzt aber los geht's. Na gut. Egal. So. Das heißt, ich habe ja hier zwei, die eigentlich blöd zusammenhängen. Ich werde den einen abreißen. Umbenennen. Ja, eigentlich nicht. Aber welcher ist praktischer? Der hier, weil der mehr mittig ist, ne? Das heißt, Temp. So, jetzt dürfte der nicht mehr angefahren werden. Genau. Weil den ändern wir jetzt ab. Muss bloß noch da Lagerkisten hinbauen, weil die eine wird es nicht packen, diesen ganzen Rotz hier mitzunehmen.
wenn der Fabrikzug fährt, dann kommt der hier hin, baut das fertig. Dann müssen wir noch die Entladestation bauen für das Zeugs hier. Dann beginnt die lila Produktion. Dann können wir ein Gleis dafür bauen. Also tippeltappelt vor geht das hier. Aber so haben wir den Fabrikzug endlich fertig. Den müssen wir dann eh auf jedes dann anpassen. Also von daher gesehen, das musste eh mal gemacht werden. Also da ist jetzt nichts Schlimmes. Müssen wir halt bloß mal wieder ein bisschen hin und her laufen, aber... Ja, wann hat man das nicht? Ne? Wer ist noch nie in Factorio hin und her gelaufen? Wenn da nämlich lila da hinkommen, geht das hier nämlich auch schneller und besser und einfacher. Es hängt halt vieles an vielem. Nennen wir es mal so. Ne? ich freue mich so irgendwie. Dieses Upgrade, was dann kommt, das hat nochmal so einen richtigen Kick reingegeben. Ich habe ja immer so einen Kick, dieses Spiel zu spielen, aber boah, endlich. Also seit ich das Ding spiele, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre die Map hier alleine spiele, ich bin fünf Jahre. Ich weiß nicht, ob es schon 10 sind, keine Ahnung. Und schon, wo ich anfing, wo mich McSharf zu dem Spiel gebracht hat, hieß es schon, die machen so ein Weltraumgedöns. Irre. Ich gucke gerade, da kommt schon der Zug. Das sind nochmal 5,4 Millionen, die müssen da auch mal weg. Oh, das mit den Brücken, das wird eine fiesste Umarbeit werden. Umbauen der Kreuzung und hier irgendwelchen Abzweigungen. Aber das wird sich so lohnen. Ich freue mich wirklich tierisch drauf. Tierisch, tierisch, tierisch.
So. Okay. Usepotemp. Usepotemp. Aktivität 15 plus Fahrgäste anwesend. Feuer frei. So. So, jetzt gucken wir mal. Hier müssen wir auf jeden Fall noch welche hinbauen, das weiß ich. Dann können wir auch hier nochmal ein paar davon machen. Dann müssen wir das hier nämlich alles nochmal abändern wahrscheinlich. Aber gucken wir mal. Das wird, sagt der Wirt. Diesen Flaschenhals, blau oder lila Schaltkreise, endlich dann mal behoben. Da freue ich mich schon drauf. Das hat mich schon wirklich lange jetzt genervt. Und ich hoffe ja, dass dann noch von iSpeedy wieder ein Kommentar kommt oder von irgendjemand anders, wie ihr jetzt die Variante findet. Oder ob wer noch bei den Erzfeldern eine eigene Idee hat. Ich nehme es gerne, wenn es praktikabel ist und in mein Spielfeld dieser Map passt. Vom System. Das ist ja auch immer so ein bisschen Ding. Von daher gesehen, das wird schon. So. Wo ist er gerade? Wo fährt er? Wieder durch die Base durch. Durch die Midgame-Base. Ach, was soll's. So. Eigentlich kann ich zumindest hier die Weißen schon mal ranbauen. Ich muss ja dann auch hier wahrscheinlich die Sachen noch anpassen. 266666. Hm. Okay. Wo gibt's denn hier schon wieder Schaden? Hier unten. Ja, mit der nächsten Erweiterung wäre hier wieder ein bisschen mehr Ruhe. Muss eben erst noch erforscht werden, ne? Das ist noch ein bisschen hin. Das ist bei 38%. Ich weiß gar nicht, ob die Forschung jetzt noch läuft. Ja, minimal, ne? Schauen wir die mal aus. Die gelben fehlen. Gut. So, so kann man die Forschung auch anhalten. Ah, schön. So. Wo ist er denn jetzt? Hä? Hallo? Und? War schon mal da. Aber ich habe hier das Oder ihn sitzen und nach 50 Sekunden ist er wieder abgeschwört und ich habe zu viel gelabert.